Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Dienstag, dem 20. Februar. Ich habe eine Sondersendung für Sie eingelegt, und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema italienische Verhältnisse in Preußen, Deutschland, im Qualzustand einer politischen Zangengeburt. Wo steht eigentlich dieses Land mit dieser geschwächten Regierung? Ist das schlimm? Ist das nicht so schlimm? Und was sind die Zukunftsaussichten? Was sind eigentlich die großen Probleme Deutschlands? Also ein Fokus, eine Spezialsendung zum Thema Deutschland. Ich habe dazu einen wirklich ganz kompetenten Gesprächspartner gewinnen können, direkt aus Berlin, und ich würde mit ihm dann in zwei Teilen die Situation in Deutschland ergründen. Ich rede von Thilo Sarrazin, dem ehemaligen Vorstand der Bundesbank, Bestsellerautor, hoch umstritten, aber eben auch hoch anerkannt aufgrund seines unerschütterlichen, ja, man möchte fast sagen, erdbebensicheren Realitätssinns, den er immer wieder zum Ausdruck bringt und als Mahner, als Beschreiber der Wirklichkeit sagen, was ist. Damit hat er sich immer wieder sehr gut in Szene setzen können und die Diskussionen bestimmen können. Ich habe, wie gesagt, ein längeres Interview mit Thilo Sarrazin geführt zu Deutschland. Wir werden das in zwei Teilen vorführen. Heute im ersten Teil diskutieren wir etwas über die Instabilität oder vielleicht überhaupt nicht die vorhandene Instabilität, die Stabilität Deutschlands. Wie schlimm ist eigentlich eine derart geschwächte Regierung? Wie ist das historisch einzuordnen? Im zweiten Teil dann morgen sprechen wir vor allem über die Migrationskrise, über die AfD und über Zukunftsaussichten. Doch jetzt erst Teil 1 unseres Deutschland-Specials mit Thilo Sarrazin. Ich spreche mit Thilo Sarrazin, Bestsellerautor, ehemaliger Vorstand der Deutschen Bundesbank und natürlich vor allem anderen Weltwoche-Kolumnist. Guten Tag, Herr Sarrazin. Guten Tag, Herr Köppel. Hallo. Ja, in Berlin, wie ist die Stimmungslage? Wir schauen ja aus der Schweiz mit einer gewissen Verwunderung und Amüsiertheit auf Deutschland. Ziehen jetzt so etwas wie italienische Verhältnisse in der Preußenhauptstadt ein? Ja, wie ist die Stimmungslage in Berlin? Ich kann nur von meiner Stimmungslage berichten, die ist gut. Ja, sie sind nicht der niedergeschmetterte. Aber die liegt mehr an persönlichen Verhältnissen und nicht an politischen Verhältnissen. In der Politik herrscht, glaube ich, eine ganz große Ratlosigkeit. Anders kann man sich ja das Verhalten der Betroffenen gar nicht erklären. Niemand will ja sich und der eigenen Partei bewusst selbst schaden. Wenn man also objektiven Schaden anrichtet für das eigene Renommee, wie auch für das eigene parteipolitische Umfeld, dann ist das ein Zeichen von der Kontrollverlust. Wie ordnen Sie das eigentlich historisch ein? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Deutschland jemals eine derartige Zangengeburt einer Regierung gehabt haben. Die Umfrageergebnisse stürzen immer weiter ab. Also man hat das Gefühl, diese ohnehin schon schwach legitimierte Regierung, da schmilzt die Legitimität noch weg. Wie ordnen Sie das historisch ein? Ja, es gibt eine historische Parallele, mit der muss man allerdings sehr vorsichtig umgehen. Und es ist so, dass überhaupt historische Parallelen meist zu kurz greifen und deshalb missverständlich sind. Mhm. Aber wenn Sie sich beobachten oder wenn Sie sehen, wie die Sozialdemokraten, wie die sich entwickelten in der Weimarer Republik, dann begannen sie als größte Partei und sind dann von Reichstagswahl zu Reichstagswahl geschrumpft und auch in den letzten Jahren vor 1933 war ihr Verhalten, was das Regieren angeht, auch immer durch diese Angst vor den weiteren Verlusten geprägt. Mhm. Im Nachhinein kann man ja sehen, dass letztlich die fehlende Zustimmung der SPD zu einem höheren Sozialversicherungsbeitrag, die der letzten Neuwahlen auslöste, die vorletzten vor dem Ende der Republik, die dann am Ende zum Machtgewinn Hitlers führten. Also die SPD als Staatssäule ist weggeschmolzen mit fatalen Folgen damals?
Und man wusste nicht mehr, was ist das eigentliche Publikum, was ist der Adressat? Und ist das Adressat jetzt unser kleiner Mann, der jetzt keine höheren Beiträge zahlen soll? Ist es das Staatswohl? Sind es die Sparmaßnahmen von Brüning? Was auch immer. Und diese tiefe Unsicherheit, was ist der Adressat meiner Politik oder wofür will ich eigentlich selber stehen? Das kann man im Augenblick sehr gut an der SPD beobachten. Wie schlimm, das macht ihr Problem aus. Wie schlimm ist es eigentlich, wenn wir jetzt wieder in die Gegenwart springen, wie schlimm ist es eigentlich, dass Deutschland jetzt so eine geschwächte Regierung mit einer stark geschwächten SPD, mit einer ebenfalls also wirklich angezählten, destabilisierten Kanzlerin hat? Ist das objektiv für Deutschland eigentlich ein Problem? Es gibt ja auch andere Länder, also, die nicht so starke Regierungen haben. Das ist objektiv überhaupt nicht schlimm, weil man sich ja immer wieder da klar machen muss, wozu ist eine Regierung da? Eine Regierung ist die Verbindung zwischen der Verwaltung, die das Land eigentlich regiert, und dem Parlament, welches die Gesetze macht, denen das Land regiert wird. Mhm. Und wenn die Gesetzeslage eindeutig ist und die Gerichte funktionieren und die Beamten funktionieren, braucht man keine Regierung, damit es einem Land gut geht. Mhm. Und was bedeutet das eigentlich für die EU? Deutschland, das ist ja unglaublich, also noch im letzten Sommer hat der Spiegel Titelbilder gemacht mit Kanzlerin Merkel, die da den US-Präsidenten Donald Trump fast in die Tasche steckt, und sie war überall in den Medien hoch angesehen und die bedeutendste Politikerin Europas. Was bedeutet diese Regierungsschwäche für die Europäische Union? Ist Deutschland, das stärkste Land in der EU, jetzt wie gelähmt, wie quasi im Rollstuhl unterwegs? Nein, natürlich nicht, weil es war davor keine echte Stärke und es ist jetzt keine echte Schwäche. Es war vorhin eine halluzinierte Stärke. Ja, es war eine halluzinierte Stärke, die sich daraus ergab, dass alle immer was aus dem deutschen Geldbeutel wollten. Mhm. Daraus ergab sich diese Stärke. Mhm. Mhm. So. Es war aber keine wirkliche Stärke. Es ist uns ja nicht gelungen, in irgendeiner Weise in den vergangenen 10 Jahren der Europa nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Mhm. Der Stabilitätspakt rund um die gemeinsame Währung brach ruhmlos zusammen. Unsere Prinzipien bei der Rettung Griechenlands haben wir nicht eingehalten. Die Europäische Zentralbank hat sich mehr oder weniger verselbstständigt, und in der Flüchtlings- und Asylpolitik ist es uns nicht gelungen, die übrigen Länder auf eine gemeinsame Linie zu bringen, unabhängig davon, ob nun unsere Politik falsch oder richtig war. Diese Stärke war eine imaginierte, aber keine tatsächliche. Mhm. Und wenn man jetzt, insofern ist jetzt der Schwäche ebenfalls imaginiert und keine tatsächliche. Mhm. Wir haben ein Land, wo die Regierung im Augenblick politisch nicht handeln kann, und das ist doch gar nicht schlecht. Mhm. Denn solange sie das nicht tun kann, kann sie auch keinen Unsinn machen. Wenn er von außen betrachtet, sieht es so aus, da habe ich den Eindruck, dass beide Parteien, die SPD und die CDU, die sind mit ihrem Latein am Ende. Es ist auch irgendwo ein faszinierendes Schauspiel, dass man so eine Art Theateraufführung eines politischen, einer Großinszenierung, aber dahinter steht eigentlich sehr, sehr wenig. Also zwei Parteien, die, wie wir in der Schweiz sagen, aus dem letzten Loch pfeifen, einigen sich auf einen Koalitionsvertrag, ich weiß nicht, ein Vertrag, der nichts enthält, was irgendjemanden elektrisieren oder begeistern könnte. Ist das eine völlig falsche Diagnose? Also die Traditionsparteien mit ihrem Latein am Ende, mit einem skurrilen Koalitionsvertrag, der alle kalt lässt? Also Parteien haben ja keine Persönlichkeit. Mhm. Die Personen haben Persönlichkeiten und sie prägen die Parteien. Und das Wichtigste, was ein Politiker beherrschen muss, ist, dass er, wenn er in einer Situation steht,
Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden kann und daraus ableiten kann, was wichtig ist. Wenn Sie denken an der Konrad Adenauer 1949, der sagte mal, wesentlich ist, dass die Westdeutschen vor dem Kommunismus gerettet werden, darum werden wir uns den Amerikanern unterordnen. Wesentlich ist, dass die Westdeutschen noch nicht die politische Mündigkeit erlangen, darum treten wir in die NATO ein. Wesentlich ist, dass wir uns mit den Franzosen nie wieder streiten, darum machen wir die Montanunion. Genau, also er hatte einen Aus ganz Blick. Einfachen Überlegungen genau, genau. heraus. Hat er seine, und dann hat er gesagt, und die Wirtschaft muss auch laufen, dafür verstehe ich nicht, dafür habe ich aber genau. den Erhard. Also das sind ja die ganz Und dann war die Sache gebongt und das konnte man auch als alter ja. Mann, konnte man letztlich in einem normalen Arbeitstag mit einer gewissen Ruhe diese wesentlichen Dinge im Auge behalten und insoweit gut regieren. Genau, aber eben das ist. Und wenn ein Politiker heute hingeht und sagt, was ist wesentlich, dann würde ich mal sagen, wesentlich ist, dass wir eine langfristige Einwanderungsstrategie haben. Genau, also lassen Sie mich dass wir eine langfristige Islamstrategie haben. Wesentlich ist, dass wir eine wirksame Grenzkontrolle haben, ob mit oder Europa, ist jetzt erstmal sekundär. Wesentlich ist, dass wir eine funktionierende Verteidigung haben, und zwar in Europa und nach Osten hin. Das sind wesentliche Fragen deutscher Politik. Die aber heute nicht von der Regierung. Ob der Meeresspiegel in 100 Jahren 3 Millimeter mehr oder weniger gestiegen. Aber das bestätigt ja, dass diese Regierung, also das würde ich jetzt weiterführen hier, diese Regierung beschäftigt sich ja gar nicht mit dem Wesentlichen. Sie haben in einem Artikel gesprochen, es gibt die großen Elefanten in der Mitte des Raums, das ist zum Beispiel die Migration. Eine Elefantenherde, über die Regierung nicht redet. Das ist doch unglaublich. Ja, aber schauen Sie, das geht in den Köpfen der Beteiligten los. Wenn sich Angela Merkel, was sie ja bisweilen hoffentlich tut, hinter ihren großen Schreibtisch setzt, auf den Reichstag guckt und sich die vier wichtigsten Punkte aufschreibt, so habe ich das immer gemacht, als ich Politiker war. Ja, und dann gesagt, was ist denn jetzt wichtig? Dann habe ich den Eindruck, taucht in diesem Zettel mit den wichtigsten Punkten tauchen die Fragen, die ich persönlich für Deutschland objektiv am wichtigsten finde und ein wachsender Teil der Deutschen auch, offenbar gar nicht auf. Also das heißt, die Kanzlerin und diese Regierung betreibt sozusagen organisierte Realitätsflucht in diesem Koalitionsprogramm. Ich kann nur sagen, letztlich, wenn man die Fragen des langfristigen historischen Verständnisses und des gesunden Menschenverstandes anliegt, da muss man sagen, diese Regierung oder die tragenden Personen haben das Gespür für das Wesentliche verloren und dieses zeigt sich über den gesamten Koalitionsvertrag. Ja, aber das ist interessant. Dass dann auch solche peinlichen technischen Fehler vorkommen, wie dass der amtierende Finanzminister Altmaier nach Brüssel einen Vorschlag verschickt, das Klima zu retten, indem man bei uns in Deutschland künftig umsonst U- und S-Bahn fährt. Das ist ja nun absolut verrückt. Gut, das ist ja fast eine erheiternde Randbreite. Aber Frau Merkel ist das ja... Das ist schon italienische Dimension. Das sind Italiener eigentlich sympathisch. Jetzt die Frage, Frau Merkel ist ja oder gilt ja eigentlich als hochintelligente Person. Jetzt ist sie eigentlich, ich war ja immer ein Merkel-Versteher, habe sie auch immer verteidigt gegen gewisse Kritik, habe gesagt, ja, Deutschland ist ein kompliziertes Land mit einer komplizierten Geschichte, da kann man nicht so gerade durchregieren, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Ist jetzt diese Frau Merkel überschätzt? Glaubt sie das, was sie sagt? Verdrängt sie die Probleme? Hat sie kapituliert vor der Realität? Wie deuten Sie die Psyche der Kanzlerin, die Politpsyche der Kanzlerin? Wir können einem Politiker nicht hinter die Stirn schauen. Wir wissen nicht, ob der Churchill aus Ruhmsucht oder aus staatsmännischem Verantwortungsgefühl. Gut, Churchill sagt immer, bei jeder Stadt, bei Churchill hat er keinen Sonderfrieden. Genau, Churchill hat gesagt, ich habe gerade ein Zitat heute gelesen darüber, er sagte einfach, bei jeder Strategie musst du die Resultate anschauen am Schluss. Wenigstens hat er sich an den Resultaten orientiert. Ja, genau. So, und es hätte natürlich auch dann durchaus schief gehen können. So. Und insofern. Aber Merkel, was ist da los? Es ist nur sekundär etwas hinter die Stirn,
amtierender Politiker zu schauen, sondern man muss den Gegencheck machen, man muss fragen, was halte ich für wesentlich oder was hält der allgemein anerkannte gesunde Menschenverstand für wesentlich und was kommt raus, wenn ich den Politiker daran messe. Mhm. Und die Frage, was ich für wesentlich halte, wird ja großenteils nicht intellektuell bestimmt, sie wird emotional bestimmt. Mhm. Und wenn die emotionale der Steuerung schief geht, was sie passieren kann in Zeiten großen emotionalen Stresses oder allgemeiner Desorientierung, dann geht der Rest auch schief. Mhm. Ja. Und insofern hilft es, wenn ich nicht erkenne, was wesentlich ist, hilft mir meine ganze Intelligenz nicht, weil ich sie dann dazu einsetze, also falsche Prioritäten. Also Sie sagen, Frau Merkel ist letztlich irgendwo emotional oder was auch immer in der Irre. Sie sieht die Prioritäten nicht. Das kann ich fast nicht glauben, weil Frau Merkel, noch einmal, sie ist ja an sich intelligent. Sie hat gesagt, wir reden jetzt hier von der Flüchtlingspolitik, sie hat gesagt, es ist nicht möglich, dass Deutschland im Jahr 2015, wenn die Verdammten und Armen der Erde an den Grenzen stehen, dass Deutschland hier quasi tatenlos zuschaut und irgendwie die Grenzen dicht macht. Das geht gar nicht aufgrund der Geschichte. Sie hat gesagt, wir machen da mit. Ja, und jetzt hat man die Probleme. Sieht sie die Probleme nicht? Will sie sie nicht sehen? Ging ja faktisches und der normatives bunt durcheinander. Genau. Natürlich war Deutschland in der Lage, die Grenzen zu kontrollieren. Genau. Sie wollte das nicht. Nochmal aktenmäßig quasi belegt. Das hätte auch sich nie ein anderer vorstellen können. Mhm. Sondern hinter dem Ausdruck, wir können das nicht, verdeckte sich ein, wir wollen das nicht, was ich aber auch nicht mutig hervortraute. Sie hat sich nicht gesorgt zu sagen, natürlich kann ich die Grenzen schließen, aber ich will das nicht. In Abwägung aller Umstände lasse ich uns lieber von muslimischen jungen Männern überschwemmen, anstatt dass ich mir hier die Finger schmutzig mache. Und jetzt bleibt sie quasi stur auf dieser Linie und weigert sich hier massiv Gegensteuer zu geben. Oder wo steht denn die Kanzlerin jetzt? Weil dieses Thema der Migration, das ist ja nicht sichtbar in dieser Regierung jetzt. Wo sie steht, das weiß sie vermutlich selbst nicht. Sie hat hier ein Wort von Churchill falsch beherzigt. Mhm. Der Churchill war ja meist in der verfemten Minderheit. Mhm. Und er hatte ein Prinzip. The never explain, never complain. Ja, erkläre nicht. Wer souverän überkommen will, muss nicht das eigene Verhalten ständig erklären, das wirkt unsouverän. Mhm. Und er darf sich auch nicht darüber beklagt werden, dass er da schlecht behandelt wird, denn das ist in der Politik normal. Mhm. So, nur wer also schwach ist, erklärt sich ununterbrochen und nur wer also schwach ist, führt Klage. Mhm. So, aber das heißt natürlich nicht, dass man hinter diesem Vorhang, den man aufspannen muss, never explain, der never complain, muss natürlich ein wacher Geist Prioritäten ununterbrochen überprüfen. Mhm. Und das ist sonst kommt eine Fehlsteuerung. Und wenn irgendwie man den Eindruck hat, dass bei einer Person diese ständige Überprüfung abgeschaltet ist, stattdessen ein Autopilot angeschaltet ist, dann fliegt das Flugzeug schnell in die Irre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren die Einschätzungen des unbestechlichen SPD, noch SPD-Mitglieds Thilo Sarrazin. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn dann die brisanten, die brennenden Themen der Migration, AfD und eben auch etwas die Zukunftsperspektiven Deutschlands, wer kommt nach Merkel, wenn wir diese Fragen erörtern, das morgen in Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.